Ja, also, Wolfgang Klaus von der Onyx GmbH. Wir sind der kleinste Partner oder einer der kleinsten Partner im Scalit-Projekt. Wir sind ein Softwarehaus und wir haben dieses Abenteuer Scalit vor 3 Jahren begonnen, haben uns reiflich überlegt, warum machen wir das überhaupt? Und wir sind in das Projekt gestartet mit dem klaren Ziel, wir wollen nicht die Forschung in Deutschland voranbringen, sondern wir wollen was für die Firma tun, wir wollen ein Produkt draus entwickeln und wir wollen mit dem Produkt anschließend im Markt Geschäft machen. Ich meine, das ist nicht verboten, das war unser Ziel und das haben wir, da sind wir jetzt genau an der Schwelle, dass wir sehen, die Rechnung geht auf. So, wir haben gelernt, Apple ist schön, die App Store-Modelle sind schön, was leichter als das zu uns zu übertragen nach Deutschland. Okay, haben wir verstanden, aber wir wollen es eigentlich schwäbisch machen, weil wir sind hier im schwäbischen Mittelstand und der macht einige Dinge anders. Deswegen habe ich mir erlaubt, mal über die schwäbische Industrie 4.0 zu sprechen. Ja, dann sind wir zu dem, also ja, vielleicht ganz kurz, warum schwäbisch? Was ist das Schwäbische an Scalit? Was ist das Scalit überhaupt? Dann unser Kernprodukt. Wir wollen mal kurz hören, wie da aus der Forschung ein Produkt wird. Und die Kernfrage kommt am Schluss. Das Schwäbische aufhitzt. Und was habe ich damit zu tun? Das erlauben Sie mir nachher auch noch zu beantworten. So. Wir sind dann also zu dem schwäbischen Softwarearchitekt gegangen und haben uns mal gefragt, was ist denn eigentlich der Schwabe? Und er hat es schön beschrieben, kann man nachlesen. Wir sind überwiegend wahrscheinlich hier Schwaben und wir haben eigene Vorstellungen, wie die Welt funktioniert. Und wie Faust aufs Auge passt es nämlich zu den Anforderungen, die wir in Scalit uns gesetzt haben. Das muss im Mittelstand selber gemacht werden. Ein Dienstleister einkaufen, Industrie 4.0 umsetzen, das geht am Anfang, aber das ist kein substanzieller, nachhaltiger Ansatz. Und am Schluss muss das natürlich sich lohnen. Das heißt, es muss kostengünstig sein. Und die Skalierung haben wir nicht immer so betrieben. Wir fangen mal klein an und es wird dann auch schon irgendwie in die Cloud oder riesig skaliert werden, sondern wir haben es andersrum betrachtet. Wir haben immer Ansatz angefangen, wie es sein muss und haben das dann runterskaliert auf die kleinen Systeme. In das Unternehmen mit 25 Mitarbeitern. Das war eigentlich eine besondere Herausforderung. Also, Sie sehen, der Schwabe hat eigene Vorstellungen und die treffen eigentlich ganz gut für dieses Industrie 4.0 oder für dieses Scale-It-Vorhaben zu. So, und am Anfang haben wir im Projekt mit den Anwendern Gespräche geführt und haben uns mal so, die Anwender heißt, die Produktionsprobleme praktisch jeden Tag haben, wie das System so designt werden soll, was die Anforderungen sind. Da haben wir als Softwareentwickler große Ohren gehabt und haben zugehört und haben, aha, 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 haben alles verstanden, okay, das setzen wir so und so. Und dann kam der Hammer. Am Schluss hieß es, ja, aber gell, ihr könnt da keine Cloud einsetzen. Wir machen das nicht im Internet. Das muss ohne Internet funktionieren. Und da sind dann beim Softwareentwickler, fällt alles ab, was man so gelernt hat. Ja? Also Amazon und Cloud und Google und Internetverbindung. Es muss erst mal ohne Cloud funktionieren. Und je mehr ich mit Mittelständlern spreche, in Baden-Württemberg, im Schwäbischen, ist das genau eine Anforderung. Heute noch. Das mag in 5 Jahren anders sein, aber es muss zunächst mal ohne Cloud funktionieren. Also dafür ist die Scalit-Architektur gebaut worden. Und ganz kurz, was ist Scalit? Und da bin ich ganz froh, dass wir es jetzt geschafft haben, diese Architektur auch schaltschrankfähig zu machen. Das ist ein Produkt, das steht da hinten, das bieten wir jetzt an. Und das ist ein Industrie-PC, die Scalit-Architektur ist drauf, ganz tolle Leistungseigenschaften hat das Ding. Und da oben in 5 Punkten einfach das, was das heute ausmacht. Made in Germany, eigentlich made in Baden-Württemberg, made in Schwäbischen. So. Das Scalit haben wir jetzt schon mehrfach gehört, was es ist. Ganz grob, wichtig ist uns, dass das übertragbar ist auf andere Branchen. Es geht im Kern darum, das Software-Handling leichter zu machen. Und wir sind da verwöhnt von diesen Teilen hier. Wenn einem da Software gefällt, App Store, Installation, verstehe es nicht, weg, nächste. Oh ja, tut, dann bleibe ich. Und eigentlich wäre es schön, wenn man genau das im Mittelstand auch hat. Dort, wo heute Automationsprogrammierer sind, Fertigungsleiter, wo die IT immer komisch draufschaut, die machen eigene Geschichten.
Dort wird massiv Software, der Schmidt hat das ganz gut argumentiert, massiv Software verlangt. Und die Software müssen wir in einer Form liefern, dass es Spaß macht und dass man sie nutzen kann. Und dass man nicht nur 3% von einer Software nutzen kann, wenn man 8 Wochen beim Hersteller in der Schulung war. Und das haben wir gelernt von den Apps, die es darauf gibt. Und das war eigentlich Maßgabe für diese ganze Scaled-Übung. Kernpunkt ist also die App. Und über diesen Begriff, wir haben auch mit vielen Softwarehersteller gesprochen vor 3 Jahren, wie habt denn ihr das mit den Apps gemacht? Und das Spannende war, je tiefer man gebohrt hat, desto mehr kam dann die Aussage, naja, der Begriff ist im Marketing geboren worden. Bei uns war das anders, es ist ein originärer Software-Entwicklungsarchitektur-Begriff. Und wir haben genau vorgelegt, was wir von der App haben wollen und was der Entwickler machen dafür will. Und dann haben wir gesagt, eine App braucht Schnittstellen. Die Apps müssen nämlich miteinander funktionieren. Apple hat es nicht geschafft, Google hat es nicht geschafft. Wir brauchen es einfach in der Produktion. Wir brauchen eine App, die irgendwas erkennt und eine, die was damit tut. Dann brauchen wir ein Betriebssystem, ein Scaled IIoT Internet Betriebssystem, Internet of Things Betriebssystem. Das muss unbedingt mit HTML, Frontends, browserbasiert sein, egal auf welchem, auf dem Tablet, auf dem Phone, überall muss das laufen. Und wir brauchen einen App Store, dort, wo der Mittelständler sich bedienen kann und die Apps findet, die er für die Produktion braucht. Da muss was drin sein für die Qualitätssicherung, da muss was drin sein, Sensordaten umzugehen, da muss was, vielleicht einmal eine App drin sein oder 10 Apps zum Thema Predictive Maintenance, eine günstige, die kann nicht so viel, eine, die kann Machine Learning wahnsinnig gut, ist ein bisschen teurer. Genau da wollen wir hin, dass man sich aus dem App Store so bedienen kann, nach Firmengröße, nach Mitarbeiter-Skill und. Da hat jeder andere Bedarfe. Deswegen brauchen wir einen App Store und Entwickler, die Apps entwickeln. So, das war also die Geschichte, dass die dann miteinander kommunizieren können. Haben wir wahnsinnig gute Architektur entworfen, geht da schnell drüber, sehr kompliziert, kommen nachher noch alle Details durch den Forschungspartner vom KIT. Und unsere Aufgabe war jetzt, diese hochfliegenden Konzepte zu gießen in ein Produkt. Und aus der Forschung ist dieses Produkt geworden, wie es in Forschungsprojekten immer ist. Die Idee war wahnsinnig schnell da. Dann hat man Software realisiert, das ging auch noch. Aber dann war die Frage, jetzt haben wir ein Geschäftsmodell, weil man muss ja mit dem Ding auch Geld verdienen. Und schön wäre es, wenn wir, das war dann die Aufgabe und auch die Lösung, wenn wir das hinkriegen, dass wir das Geschäftsmodell so gestalten, dass es Anbieter und Nutzer irgendwie in eine faire Partnerschaft miteinander bringt. Und wir haben auch hier bei Apple über den Teich geschaut und bei Google und haben festgestellt, diese Dreierbeziehung, die fällt uns eigentlich ganz gut. Es gibt einen Kunde, der will sich aus einem App Store bedienen. Der App Store wird bereitgestellt von einem Ökosystemanbieter. Der kauft die Apps beim Ökosystemanbieter und nirgends sonst. Für Unternehmen ganz hilfreich, wenn man einen Vertragspartner hat und nicht für 50 verschiedene Apps 50 verschiedene Vertragspartner. Und der Ökosystemanbieter, der kriegt Apps zugeliefert von App-Herstellern. Da kann der Freelancer drin sein, da kann das Großunternehmen drin sein, da kann eine Open-Source-Software verpackt da drin sein und so weiter. Und der Weg, dass der Kunde mit dem App-Hersteller spricht, das gibt es jetzt zum Beispiel bei Apple gar nicht oder bei den Smartphones gar nicht. Oder wissen Sie, wer die E-Mail-App auf dem iPhone gemacht hat? Keine Ahnung, brauche ich nicht wissen. Ist mir egal. Steht zur Verfügung. Im Industrieumfeld brauchen wir das ja natürlich für Einführung, für Schulung, für wenn es Apps sind, die ein bisschen komplexer sind, für Supportfälle und so weiter. Das heißt, wir haben es ein bisschen modifiziert, dieses Modell, haben ein faires Geschäftsmodell gemacht. Faires Geschäftsmodell heißt, es gibt nicht diesen einen Multibillionen-Dollar-Unternehmen, der sagt, so ist es, 70% bleiben bei uns, 30% mit denen kann er machen, was er will, sondern das ist ein faires Modell zwischen Anbieter, Kunde und App-Hersteller. Haben alle Platz. Da hat auch der kleine App-Hersteller, der große App-Hersteller Platz. So, entstanden ist Fantastisches, ich kann es schon mal vorwegnehmen, ein richtiger App-Store mit, das ist jetzt ein kleiner Auszug aus einem lokalen, also auch mehrere App-Stores sind da möglich, je nachdem, wie mein Unternehmen das selber machen, organisieren will. Das ist ein Blick auf den App-Store und ich kann, das war unser Wunschtraum, mit einem Klick
Software installieren. So muss es doch eigentlich sein. Nochmal zum App-Hersteller zurück. Die Qual des App, die Qual dessen, der in der Produktion ein Stück Software braucht. Da gibt es jetzt einen, der sagt, ich kann mal programmieren, ich habe es mal gelernt, oder Volkshochschulkurs, oder habe einen Student, kommt rein, oder der Sohn vom Chef, noch schlimmer, und die machen ein Programmle. Die machen das Programmle, und in dem Programmle wird irgendwas Schönes gemacht, und das hat ein Databänkle, und dann wird es präsentiert, okay, in Ordnung, passt. Und dann kommt aber der Hammer, dann kommt die IT und sagt, wie sieht es da mit HTTPS aus, oder habt ihr Benutzeranmeldung, Lizenzmanagement, geht es mit dem App-Naming, Backup, App-to-App-Konfigur, dann wird es teuer. Ja, dann müssen wir es vergeben und dann wird das Spiel uninteressant. So darf es nicht sein. Da wird aus dem Programmle dann ein Programm oder noch schlimmer und teuer und so. Und deswegen haben wir gesagt, genau die fehlenden Punkte, die liefern wir mit Scalit als Blöcke ein, die man einbinden kann. Da wird dann Sicherheit, Single Sign-On, Kommunikation, alles zugeschaltet und schon bleibt das Programmle ein Programmle, macht das, was es soll und alles andere übernimmt dann die Architektur. Das ist eigentlich das Ergebnis davon gewesen. Und da gibt es Blöcke, die kann man dann reinziehen in die Software und fertig. Es gibt ein bisschen, und das ist jetzt unsere Aufgabe von Ondix auch, gibt es hoffentlich auch noch mehrere, aber wir machen das, wir ertüchtigen dann App-Hersteller Apps zu bauen, mit der Dokumentation, das ist im Forschungsprojekt nicht immer ganz selbstverständlich, dass man was tut, auch dokumentiert, also lesbar dokumentiert, dass wenn man Apps schreibt, dass man da auch dann denkt, es muss jemand anders verstehen, oder dass man sagt, okay, es muss jemand anders auch vielleicht einen Ansprechpartner haben, aber das ist dann unsere Aufgabe als Ondix, mit anderen zusammen, das ein bisschen nach voranzuschieben. Und wir sind stolz, ankündigen zu können, dass es dann endlich diese Open-Source-Version gibt, die man sich runterladen kann und nach eine Stunde Installation, was ohne Fehler durchgeht, die Mundwinkel heben kann. So, jetzt noch ein Anwendungsbeispiel, wie sowas konkret aussehen kann. Es gibt eine Maschine, die Maschine hat eine App, das ist jetzt eine App, die ein Steuerungssystem von Siemens zum Beispiel anspricht und dann läuft es so, ich installiere mir die App. Der sage ich, das ist das Siemens-System, dieses Steuerungssystem, sammle mal die Daten. Die Daten werden gesammelt, dann kann man mit der Maus so klicken, die Daten sollen aufs Dashboard laufen oder sollen zu einer E-Mail gehen und so weiter bei der Alarmierung. Und dann kann ich mir ein Dashboard gestalten. Und das von der Komplexität kann jemand, der bisher Automationsprogrammierung gemacht hat, SPS-Programmierung, der kann in so einer Welt sich sehr schnell zurechtfinden. Das ist nämlich genau eine Antwort darauf, wie wir im Mittelstand auch von der Anforderung nicht sagen, du musst jetzt Software entwickeln, lieber Mittelständler, sondern du kannst beginnen mit der Konfiguration, mit deinen Datenflüsse nach und nach. Ja? Ist nicht ausgeschlossen, dass man auch programmiert, aber so geht es eben schön leicht los. Genau, und dann irgendwie sehen dann die Bildschirme aus, die werden gestaltet, sind interaktiv und so weiter. Und jetzt die Frage, die Kernfrage, ja und ich, was habe ich damit zu tun? Ich war vor keine zweieinhalb Wochen her bei einer Installation dabei von einem Scalit-System von einem kleinen produzierenden mittelständischen Unternehmen in der Bergsportindustrie und der Fertigungsleiter, der ist so immer bei dem Workshop da gesessen, haben wir zu dritt besprochen und nach zwei Stunden, das Schweifen, dann hat er dann das von sich gegeben. Und das fand ich eigentlich genau, hat bestätigt, was wir eigentlich mit Scalit erreichen wollen. Die haben jetzt zwar nichts verstanden, aber von den Ergebnissen bin ich beeindruckt. Also das ist genau das, wir haben mit Scalit Technologie verarbeitet und verpackt, sodass es für den Anwender leicht wird. Das war eigentlich das schöne Erlebnis am Projektende, das wir dann direkt auch vom Kunden bekommen haben. Und bin damit am Ende, vielleicht haben Sie das Erfolgserlebnis ja auch irgendwann, ich würde es Ihnen wünschen. Lass es nicht losgehen. Danke.